Kinderzeitung. Mein Gott! Hina! Himmelherrschaft! Jetzt, wenn's nicht bald kommt, dann versäum ich noch mein Flugzeug. Ich werd noch wahnsinnig. Wo hab ich meinen Hut? Achso, ja. Du, vielleicht sollte ich einen Mantel anziehen. Hast schon. Was hab ich? Achso? Ja. Mama, du fliegst nach Singapur. Da braucht man weder Hut noch Mantel. Ja, und auch keinen Regenschirm. Wohl noch nie was von Regenzeit gehört hat. Und seit Jahr nicht zu Oma und Opa. Versprochen. Wo hab ich eigentlich meinen Schirm? Ja, an deinem Arm. Achso, ja. Da kann ich nicht vergessen. Was wollte ich sagen? Ja, Oma und Opa. Führt euch ja anständig auf, sonst schmeiß ich mich vors Flugzeug. Wir kommen schon klar mit Agnes und dem Opa. Und sag nicht immer Agnes zur Oma. Ich hätte mich einmal unterstehen sollen, zu meiner Großmutter Agnes zu sagen. Sie hat ja auch nicht Agnes geheißen. Außerdem hört sie Agnes gern, wenn man Agnes zu ihr sagt. Sie sagt, Oma macht sie alt. Also, erstens, führt euch anständig auf. Ja. Zweitens, lasst den Opa in Ruhe arbeiten. Ja. Drittens, helft der Oma, wo immer ihr könnt. Ja. Viertens. Ja. Was war jetzt gleich wieder viertens? Ah ja, sie erstens, führt euch anständig auf. Gott sei Dank, das sind sie. Euch nie, dass ihr aufs Haus und auf die Kinder aufpasst. Machen wir doch gern. Ja, wo ist denn die Mucki? Na, die ist doch im Internat. Was? Schon seit einem Jahr. Grüß dich, Hanna. Grüß dich, Papa. Schön, dass du da seid. Du, da ist gerade ein Taxi hergefahren. Ja, das ist für mich. Übrigens, der Sturm hat die Fernsehantenne angeknickt. Aha. Da kommt dann noch ein Handwerker vorbei, gell? Ja, schon recht. Agnes, dein Hut ist ein Wahnsinn. Leist mir den von Fasching. Aber freilich. Also, die Mucki ist im Internat. Ja. Mei, war das ein süß, kleines Kind. Ja, alle drei waren süß und klar, wie es klar und süß waren. Also, Hanna, wenn du von deinem Flieger nicht nur die Rücklichter sehen willst, dann musst du jetzt gehen. Ja, ja, mach ich. Wo ist mein Hut? Da. Also, ja. Tut's mir einen Gefallen und bleibt's im Haus. Ich mag dieses Winke-Winke überhaupt nicht. Ja, mein Geldbeutel hab ich auch noch am Nachtkastel. Heidi! Was ist? Bring mir schnell mal den Geldbeutel vom Nachtkastel. Hä? Soll ich dem Fahrer sagen, dass er erst morgen kommen soll? Da fällt mir ja siedend heiß ein. Ich hab ja vergessen, der Mucki zu schreiben, dass ich zum Papa fahre. Ja, fahr, ich schreib's der Mucki. Das Ticket hab ich auch nicht. Ist ja nur gut, dass ich die Ruhe in Person bin. Du sag einmal, Mama, hast du überhaupt schon meine Einbauküche gesehen, meine neue? Du, ich sag dir was, die hat eine Schaltleiste wie das Armaturenbrett eines Airbusses. Käme bis jetzt noch nicht aus. Typisch, Mann. Keine Nerven, um zu warten. Ja, klar. Papa, vergiss nicht, der Mucki zu schreiben. Mama, erinnere den Papa, dass er der Mucki schreibt. Er ist ja so vergessen. Wo ist denn die Mucki im Internat? In Montreux, in der Schweiz. Sündhaft, daher kann ich das sagen. In Montreux? Da war ich als Jüngerer mal als Koch. Hä? Anna, dein Taxi. Ja. Mama, da ist kein Geldbeutel. Gottes Willen. Bitte. Zeigst der Oma alles, was sein könnte, wenn es nicht da ist, was sein sollte, gell? Ja, wo hab ich denn bloß den Geldbeutel und das Ticket? Ja, wahrscheinlich in deiner Handtasche. Ja, eben nicht. Ich darf mal in deiner schauen. Wem gehört dann die? Mir, wenn du nichts dagegen hast. Na, also, ist ja alles drin. Also, Mama, ja, für die Papa. Ja, ja, für die. Und lasst euch ja nicht ärgern, gell? Gitti, du passt auf die Heidi auf. Heidi, du passt auf die Gitti auf. Okay? Von wem für dich was hat, von mir bestimmt nicht. Also jetzt komm schon, zu mir. Ja. Ah, meine Brille, meine Brille. Ah, mein Koffer. Führt euch. Mein Koffer. Das ist ja mein Name. Hast du was anderes erwartet? Und
Wahnsinn. Hast du schon einmal einen Menschen erlebt, der es in wenigen Minuten schafft, eine ganze Familie durcheinander zu bringen? Ja. Wen? Dich. Oh. Was schreibt denn der Opa? Das wird der Kochbuch über Soßen sein, erstens. Ja, der Opa war als Koch in puncto Soßen einsame Spitze. Kannst du kochen? Naja, vom Essen verstehe ich mehr. Ich war auch gerne Testesserin, so wie der Opa jetzt. Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Mir ist nur nicht gut. Jesus, da! Jetzt hab ich mein Brühe in der Hand vergessen. Nein, der ist doch aufgehabt, du überkommen sein. So? Sag einmal, kommen denn das nicht weiser her? Du bist doch nicht im Altersheim. Ja. Ach, kann ich das Radio nicht wieder einschalten? Da kommt jetzt echt eine tierische Musik. Rap am Nachmittag. Ja, das hören wir uns jetzt auch. Und das soll Musik sein? Das klingt ja, wie wenn einer ein Geschirr unterschmeißt. Daneben nicht. Was ist, habt ihr Milch im Haus? Mir war jetzt noch ein Glas Milch. Moment. Ja. Machst du echt Rettmusik, Agnes? Nur wegen euch. Ein Taxi? Ja, ich werd verrückt. Das ist Gmucki. Was, die ist doch im Internat? Ja, jetzt nimmer. Gmucki ist da. Wow. Was ist denn jetzt schon wieder? Frag mich was Leichteres. Oh, mein Lieber, das kann was werden. Ja, das kann was werden. Ja, Agnes! Oh. Ja, wo ist noch Mama? Auf dem Weg zu deinem Papa. Ja, und wieso bist du nicht im Internat? Na, das hat sich so ergeben. Wieso? Also der Jean-Pierre, ja. Das ist ja so ein super geiler Typ, sag ich dir. Also der hat mir den Flug nach München gezahlt. Aha. Und die im Internat, die wissen, na, dass du... die haben keine Ahnung. Die sehen mich nie wieder. Ja, soll das heißen, dass du nicht mehr zurückgehst? Ja. Gott. Es ist besser zu gehen, bevor man gegangen wird. Aha. Sag einmal, Mucki, hast du was ausgefressen? Ja, also, der Jean-Pierre, der Typ, den ich da kenn. Also, die sind mir da draufgekommen. Dass ich eine Beziehung mit ihm hab, die über das hinausgeht, was man unter einer Beziehung versteht. Versteht? Wow, meine kleine Schwester wird erwachsen. Du hast eine Affäre, Mucki? Bei uns sagt man zu sowas geschlampertes Verhältnis. Lieber das, wenn ich deiner Mama erzähle. Ach, die Mama darf das ruhig wissen. Ich will nur nicht, dass der Papa erfährt. Ja, der ist diesbezüglich sehr rückständig. Du, ich hör wohl nicht recht. Du fahrst sofort zurück in die Schweiz. Unmöglich. Was? Opa, mach jetzt nachgeschmissen. Das heißt, wenn man es jetzt noch nicht gemacht hat, werden wir es machen, wenn es wieder zurückkommt. Hey, unsere Lehrerin, so eine lange, dünne, mit einer ganz spitzigen Nase und dicke Brillengläser und einer ganz schrillen Stimme. Mei, die stimmt von der, wenn's hören darf. Du schweifst ab. Ja, also, die hat ihn in meinem Zimmer gefunden. Den Jean-Pierre. Und was hat der da gemacht? Ich bin sicher, es war alles ganz harmlos. Ja, ja, ja. Sag, dass es ganz harmlos war. Ja, leider. Das ist ja der Mist. Wir wollten endlich zur Sache kommen. Aha. Da kommt auf einmal das Krokodil rein. Ich war sogar noch Otzung. Man hat euch also in Flagranti erwischt? Nein, in Montreux. Ah, der Post. Aber du, deine Mutter spart sich jede Mark vom Mund ab, dass die aufs Internat schicken kann. Und dann, wer ist denn dieser Jean-Pierre überhaupt? Ein Kellner. Was? Ich weiß gar nicht, was du hast. Der schaut super aus. Schwarze Haare, groß, schlank, muskulös. Ja. Wow! Sportlich mit Waschbrettbauch. Was du nicht sagst. Er fängt nächsten Monat bei uns im Nachtcafé an. Also das schlägt ihm fast die Krone ins Gesicht. Also ich brauch jetzt was Scharfes. Du, Avik? Danke, ich hab meine Milch. Sei so dein Agnes und bring mein Campari Orange mit. Halt, halt! Wir haben schön Fest! Ja! Da darfst du sowas schon trinken. Ja, freilich. Aber lieber trink ich was Hartes. Whisky! Ihr könnt euch eure Sache selber holen. Ja. Okay.
Du, dein Bett ist fein nicht überzogen. Komm, ich helf dir. Und dann erzählst du mir alles ganz genau. Ich will alles wissen. Wo ist denn? Na, vom Jean-Pierre. Ja, komm, also, ist das so? Tisse, was sagst du jetzt zu dem Lüder? Ich beneide sie. Wie bitte? Na, wie wir jung waren, haben wir doch nichts erlebt. Wir haben alle bei unseren Eltern gewohnt. Ja. Da hast niemand über Nacht mitnehmen können. Ich versteh's gut. Das ist das Vorrecht der Jugend, dass das naturell mit dir durchgeht. Tja, wenn ich meinem Naturell immer freien Lauf lassen hätte, dann darf ich jetzt im Gefängnis sitzen. Sag doch nette Madeln. Verzogene Lurder sind's. Und du bist der störrische Eulen. Ja, 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 danke für das Kompliment. Ich geh jetzt einmal in die Küche. Na, vielleicht habe ich da ein paar Minuten von meiner Ruhe. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht. Agnes, ich geh ins Bett. Schon so früh? Ja, ich will nur lesen. Da schau, das hat mir Mucke mitgebracht. Was Geografisches. Oh. Wendekreis des Krebses. Tu dich nur schön bilden, Kind. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Schatzi. Vic! Vic! Ja, was ist denn schon wieder? Ich glaub, ich spinn. Du rufst mir, um mir was zu sagen, was ich schon lang weiß. Eine Männerstimme! Okay, unsere Enkelin hat keine Männerstimme. Ja, hör halt selber. So was tun nur Frauen. Meistens jedenfalls. Aber bitte, ich hör nix. Klopf halt einmal. Na? Das wäre mir peinlich. Ah? Nachher meinen sie, wir spionieren ihnen nach. Ja, das darfst du nie. Nie. Ja, was ist? Hörst du wieder eine Männerstimme? Ah, jetzt höre ich der Gitti ihr Stimme. Es ist ja auch der Gitti ihr Zimmer. Wenn ich der Gitti ihr Stimme höre, muss doch mit jemand reden. Agnes, du siehst Gespenster. Beziehungsweise du hörst Gespenster. Ah. Warte mal. Gitti, deine Oma bildet sich ein, sie hätte eine Männerstimme in deinem Zimmer gehört. Bei mir? Ja. Wir machen uns heute Sorgen. Mhm. Das brauchen Sie nicht. Ja, ich passe auf Sie auf. Er passt schon auf Sie auf. Ja, das kann ja jeder sagen. Ja, sagen Sie mal, wer sind denn Sie überhaupt? Das ist der Angelo. Angelo Cassati. Und das sind meine Großeltern. Was? Ciao. Vielleicht sollten wir eine Kleinigkeit trinken. Ja, Riesenidee, ja. Komm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Mir was, lieber, du sagst nix. Mhm. An Williams für alle. Oder soll es was Schärferes sein? Na, scharf bin ich selber. Also, Gitti, ich finde das unmöglich, dass du einen Kerl in deinem Zimmer versteckst. Sowas macht vielleicht eine verheiratete Frau, wenn sie einen Liebhaber hat. Wir sind verheiratet. Verheiratet? Genau das. Seit wann? Wann war denn die Hochzeit? Habt ihr Kinder auch schon? Wo habt ihr geheiratet? Frage A, vor 7 Stunden. Frage B, mir ist nichts bekannt. Und Frage C, am Standesamt. Salute! Salute! Ich verstehe kein Wort. Ja, und von was wollt ihr überhaupt leben? Ihr Vater unterstützt euch doch sicher, gell? Ja, der weiß ja nichts. Jetzt brauche ich noch einen. Ja, also wenn du bei jedem Zwischenfall, der in diesem Haus passiert, einen Schnaps brauchst, dann wirst du in den 3 Wochen zur Alkoholikerin. Also. Und ihr habt also ohne väterlichen Segen geheiratet? Ja, und mütterlich. Was? Mama weiß auch nichts. Ja, ich bin volljährig, da brauche ich keine Einwilligung mehr. Das hat's von ihrer Mutter. Bei der muss man auch auf jede Überraschung gefasst sein. Kriegt ihr womöglich, wäre ich Uroma. Na, wir haben heimlich geheiratet, weil der Vater vom Angelo gegen die Heirat ist. Was hat ihr Vater gegen meine Enkelin? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es kein Geld hat. Und deswegen haben wir beschlossen, unsere gesammelten Eltern vor vollendete Tatsachen zu stellen. Aha. Und jetzt seid ihr in Erwartung eurer Hochzeitsnacht. So ist's. Ich werde aber dafür sorgen,
dass genau diese Erwartung nicht eintritt. Soll ich vielleicht meine Hochzeit nach Galois verbringen? Ja. Sollen Sie womöglich eine Josefs-Ehe führen? So ist es. Und Sie verlassen jetzt sofort dieses Haus. Jetzt sind Sie gut und geben Sie ein Herz einen Stoß. Aber was heißt das? Das muss ich erst einmal überschlafen. Ja, genau, das wollen wir auch. Gell, Gitti? Ja, was ist denn da für eine Versammlung? Mucki, das ist der Angelo. Und seit heute mein Mann. Ciao. Was ist los? Angelo, das ist meine kleine Schwester. Ah. Ha, ein Mann in der Familie, ja, das sind Neuigkeiten. Warum weiß ich nichts von dem Familienzuwachs? In diesem Irrenhaus weiß niemand was. Naja, ich glaub, mit dem hast du einen guten Fang gemacht. Also, vom Bauwerk her ist er echt scharf. Was sagst du, Agnes? Ja, sportlich und Waschbrettbauch. Ja. Ich war noch gerade hier daheim blind. Das sind doch bloß 3 Wochen. Auch 3 Wochen können die Hölle sein. Naja, ich gehe jetzt an meine Arbeit, weil am Abend habe ich immer die besten Ideen. Ja, ja. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich sie weder hier noch im Zimmer von meiner Enkelin sehen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja. Also. Angelo, hilfst du mir das Gepäck auf mein Zimmer dran? Mach ich, Schwägerin. Aber dein Koffer ist doch schon in deinem Zimmer. Die 2 kennen Jean-Pierre. Jean-Pierre? Mit Rifterschlag. Ist der auch da? Nein, ich hab nur die 2 Koffer für ihn mitgenommen. Ich verstehe kein Wort. Also, der Jean-Pierre fängt doch nächsten Monat bei uns im Nachtcafé an. Ja. Und das ist schon mal das Nötigste, was er braucht. Hemden, Hosen, Unterwäsche etc. Und der Delcroix, das ist ein Kollege vom Jean-Pierre. Und der holt die Koffer morgen bei uns ab. Ja, dann ist ja gut. Auf geht's, Angelo. Sissi. Ja, lass dich nicht verführen. Nein. Was ist denn in den Koffer? Wer soll ich das wissen? Ja, hat der Zoll nicht reingeschaut. Ach, die Oma. Die interessieren sich doch nicht für das Gepäck von einem kleinen Schulmädel. Einen Koffer haben sie flüchtig durchgeschaut. Vielleicht ist ein Hasch drin. Ich habe eine Schweizer Uhren, Rolex und so. Oh. Da tickt was. Hier red doch nicht. Vielleicht eine Bombe. Mucki, sag am Angelo, er soll den Koffer aufmachen. Angelo, mach den Koffer auf. Ach so. Socken, Krawatten. Ja, und in dem anderen Koffer? Da schauen wir auch rein. Hast du einen Schlüssel, Muppi? Ja. Da schau her. Vorsicht! Das ist die Mutter der Porzellankiste. Fehlanzeige. Na, na, schauen Sie nur genau nach. Schmuggler sind wie Obsthändler. Ha? Das Beste liegt immer unten. Mucki, du hast doch gesagt, dass der Zoll den Koffer aufgemacht hat. Ja, ob sie jetzt den oder den aufgemacht haben, weiß ich nicht mehr. Ja, da darf man nicht lang umeinander. Wir behalten das Zeugs, teilen es untereinander auf und jeder nimmt sich das, was ihm gefällt, und schwamm drüber. Ja! Und wenn der Delcroix die Koffer morgen holen will, dann sagen wir einfach, der Zoll hat's beschlagen. Ja. Super, dann nehmen wir die Armbanduhr. Ja, was ist denn da für ein Schrei? Und wem fährt das Zeug da alles? Also diesem Herrn einmal gewiss nicht, weil der kann sich nicht einmal eine Sonnenuhr leisten. Ja, das ist eine lange Geschichte. Erzähl sie trotzdem. Ich hab 3 Wochen Zeit. Setzen. Ja. Na? Also. Also die Uhren können Jean-Pierre. Ja. Und der hat Mucki gebeten, für ihn die Koffer mitzunehmen. Morgen werden sie von einem Kollegen von ihm, von einem gewissen Herrn Delcroix, abgeholt. Aha.
Also dann ist das Zeug entweder gestohlen oder der Jean-Pierre und dieser Del ja genau, sind Schmuggler. Wie du das noch immer alles merkst? Ja, und wenn der morgen früh sein Zeug abholen will, dann wird ihn hier die Polizei erwarten. Ewig, schau mal. Was denn? Das ist genau dieselbe Uhr, die du damals geschmuggelt hast, wie wir im Urlaub am Lago Maggiore. Ihr habt die Idee gehabt, dass wir das ganze Zeugs bräuchten. Ja, und da kann niemand der Mucki was beweisen. Also, ich werde jetzt einmal die Polizei anrufen. Oder noch besser, der Delcroix kriegt einen leeren Koffer von uns. Ja, und der hat mir ganz was anderes rein. Nein. Wie man sich in einem Menschen nur so täuschen kann. Da habe ich jahrelang eine Schlange an meinem Busen genährt. Jetzt möchte meine Frau die Schmugglerware unter den Nagel reißen. Ah, jeder schmuggelt, du auch. Denk an die Uhr. Ach, das sind doch Peanuts. Einmal hast du im Auto unterm Rücksitz 10 Stangen Zigaretten versteckt gehabt, die wir aus Südtirol gekommen sind. Agnes, es sind Fremde im Haus. Außerdem war das gegen das, was da passiert, so harmlos wie eine Audienz beim Papst. Lachen Sie nicht. Glauben Sie auch nicht, dass ich Sie vergessen habe. Sie kommen dran, wenn die Sache hier erledigt ist. So. Hallo? Hallo? Denk an deinen Blutdruck, Vic. Typisch Polizei, gell? Wenn du das brauchst, dann sind sie nie da. Aber weh, du fährst einmal ein bisschen schneller, als mir erlaubt ist, da sind sie da wie ein Einser. Ja, wir sollten alle ins Bett gehen und die Sache überschlafen. Finde ich auch. Gell, Gitte? Schweigen Sie endlich. Hallo? Herrschaft, wie oft muss ich den jetzt noch anrufen? Und wir halten alle dicht, gell? Ja, logisch. Wir halten alle dicht. Du redest ja schon wie eine Gangsterbraut. Ja, und du wirst dir ein Leben lang Vorwurf machen, weil du deine Enkelin ans Messer geliefert hast. Ach, was denn? Ich handle nur nach dem Buchstaben des Gesetzes. Schließlich bin ich verantwortlich für diese Familie da. Die Mucki werden's verhaften und einsperren und foltern. Das unschuldige Madel. Hallo! Herrschaft, was ist denn mit dem blöden Telefon los? Hallo? Da rührt sich nichts. Also dann heute morgen. So, und ihr schmeißt jetzt das Zeug da alles wieder in den Koffer. Opa, die du will lieb halten. Und ich die. Ja, habt ihr sie noch alle, ha? Her mit dem Zeug, aber schnell. So, daher. Mein Lieber. Na, ist das alles? Ja. Ja. So, jetzt. Mein Lieber, das gibt's ja alles nicht. Was ist mit dem Etui? Agnes? Na? So. Mein Lieber. Weit haben wir's gebracht. Wie man noch so tief sinken kann. Schämst du den gar nicht? Meinst du mich? Ja, wen denn sonst? So, den Koffer, den werde ich bis auf Weiteres bewachen. Mein Lieber. So, diebs gesehen übereinander. Ich glaube, es ist jetzt gescheiter, wir gehen alle ins Bett. Ja, ich bin auch todmüde. So. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Macht der Gras. Gute Nacht. Halt! Wo wollen denn Sie schlafen? Bei meiner Frau. Das darf ja so passen, gell? Ja, logisch passt mir das. Ja, ja. Sie werden doch von mir nicht verlangen, dass ich meine Frau in der Hochzeitsnacht allein lasse. Das ist mein Mann. Mein Mann. Sei doch nicht so altmodisch, Vic. Was heißt da altmodisch? Ich glaube, die haben sie mit dem Luftballon überfahren. Also, jetzt sagen Sie mal, in welchem Jahrhundert leben Sie denn eigentlich? Was sagt eigentlich Ihr Vater zu dieser überstürzten Hochzeit? Er weiß nichts davon. Was? Ja, wissen Sie, mit dem kann man einfach nicht vernünftig reden. Es gibt Menschen, meistens der älteren Generation, mit denen man einfach nicht vernünftig reden kann. Jedenfalls rate ich niemanden, dass er sich zwischen meine Frau und mich stellt. Also ich zähle jetzt bis 3 und dann sind Sie verschwunden. 1, 2. Es ist doch gescheiter, wenn wir das machen, was der Opa sagt. Ja. Er meint's ja nur gut. So ist es. Gut, Gitti. Wie du meinst, dann geh ich halt. Gute Nacht. Schlaf gut und dran was Schönes. Gute Nacht, Angelo. Auf bald. Genau so, komm beim Fenster wieder rein. Ah.
Ciao, Bella Kitty. Ciao, Angelo mio. Meinst du, ich hätte ihn vielleicht doch bei ihr schlafen lassen sollen? Das fragst du jetzt? Ah, Schwamm drüber. Ja, was soll ich denn noch kochen morgen? Für 5 Personen. Ja, da muss ich einkaufen. Ja. Dabei kannst du mit deinem Buch anfangen. Ja, du, so wie ich den Laden da kenne, kommt da sicher was dazwischen. Ach, soll ich denn da dazwischen kommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Erst. Nein, danke. Das mache ich schon. Ja, ich wollte ihn ja bloß auf Zeiten stellen. Ja. Willst du ihn vielleicht auch noch mit ins Bett nehmen? Was war das? Das ist von der Küche gekommen. Was? Schau halt einmal nach. Von der Küche? Na gut. Den willst du den Koffer auch mit? Ja, Frau, weil in dieser Sache traue ich nur mir selber. Danke. Vielen Dank, Frau Kraus. Ach, sag doch Agnes zu mir. Ich bin doch deine Schwiegergroßmutter. Agnes! Sag einmal, führst du Selbstgespräche? Na? Ich hab grad das Wort Schwiegergroßmutter gehört. Ja, ich habe nur laut gedacht, weil. Aha. Ja, weil ich doch dem Angelo seine Schwiegergroßmutter bin. Ah, und mit wem schäkert die Gitte da drin? Mit niemand! Aue! Gitte, sofort machst du die Tür auf! Ich kann nicht! Das werden wir schon sehen, ob du nicht kannst. Ich zähl jetzt bis 3. Und dann renne ich die Tür rein. 1, 2 und 1 ist 3! Oh. Ja, mein Fuß! Vielleicht jemand einen Arzt anrufen? Sofort. Sagen Sie mal, was machen denn Sie da drin? Sie werden es nicht glauben, aber ich habe auf ein Taxi gewartet. Was ist denn da für ein Geschirr? Was ist denn da los? Hey, habt ihr einen Stripper organisiert und sagt mir nichts davon? Na, das ist dein Schwager. Hä? Ciao. Ja, ciao, ciao. Na. Aua! Hey, lasst mich hin. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kurs im Unterricht gehabt. Aua, du deine Knubbel weg. Ach, da schau her. Wenn der Fuß gebrochen wäre, dann kannst du nicht drauf stehen. Ja, freilich ist er gebrochen. Wie ist denn das passiert? Aus dem Bett bin ich gefallen. Unsere Betten sind keine 3 Meter hoch, dass man sich dabei einen Fuß bricht. Ja. Nein. Angelo, trag deine Frau ins Zimmer und Vic hilf ihr. Und steh nicht dumm rum. Steh nicht da, du wirst dann, wenn's meinst. So, Vorsicht, Schatz. Vorsichtig, die Frau. So, jetzt. Wieso ist meine Schwester auf einmal verheiratet? Weil sie einen Blöden gefunden hat, der es geheiratet hat. Also, wenn ich wieder gesund bin, schneller worden. Jetzt doch. Gott, Jesus, na, jetzt steht der Koffer allweil noch da. Haben Sie schon einen Arzt verständigt? Nur den Koffer her. Nein, habe ich doch nicht. Weil zuerst möchte ich wissen, was Sie in dem Zimmer tun, wenn Sie gerade vorhin bei der Haustür raus sind. Ganz einfach. Wie ich am Haus vorbei bin, da habe ich aus der Gitti im Zimmer einen markerschütternden Schrei gehört. Aha. Und weil das Fenster gerade sperrangelweit auf war, sind Sie gleich rein und haben die Gitti am Boden liegend gefunden. Wenn Sie eh schon alles wissen, warum fragst du dann? Angelo, es ist besser, du lässt sie jetzt allein. Was? Ich will nicht zu meiner Frau, wenn sie schlecht ist. Gute Nacht. Es ist nichts gebrochen. Sicher nur eine Prellung. Also, gute Nacht. Und das Zimmer wird nicht abgeschlossen. Ich kontrolliere heute Nacht. Ja. So, und ihr jetzt alle ab, Marsch in die Felder. So. Nacht. Vito. Tja, ich bleib lieber da. Was? Auf dem kleinen Sofa? Jawohl. Bei dem Kerl trau ich nicht. Was? Jetzt hartnäckig. Aber soll er noch kommen? Der Herr Schwiegerenkel. Ich werde aufpassen wie ein Haftelmacher, mein Lieber. Alle halbe Stunde schaue ich noch. Bring mir einen Wecker.
Aufwachen! Gleich gibt's Kaffee. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Gut geschlafen. Das Kreis tut mir weh, wie wenn mir jemand mit zwei Füßen gekupft war. Die Feder spüre ich einzeln. Also Agnes, wir fahren heute heim. Du bist gut. Was sollen denn die Kinder ohne uns machen? Die kommen schon zurecht. Sei froh, dass seine Mutter nicht da ist, weil sonst wär's Chaos noch größer. Wie die Hanna kennen, hätte ich bestimmt zu einem Uhrengeschäft aufgemacht. Ja. Also, was ist jetzt mit dem Frühstück? Was magst du jetzt? Marmelade oder Wurst? Käse. ich bin fix und fertig, sag ich dir. Eigentlich kehre ich jetzt ins Bett. Aber das geht nicht, weil ich gleich telefonieren muss. Erstens mit der Polizei und zweitens mit dem Internat von der Mucke. Ja, und dann fängst du mit deiner Schreiberei an. Da wäre ich wahrscheinlich zu müde sein dazu. Außerdem, wenn ich den Laden kenne, wird da gleich wieder was passieren. Was sag ich denn? Heidi, mach den Radio aus. Da platzt dann ja das Trommelfell. Das ist Mucke. Was? Hey, lieber, hoffentlich überleben wir den Aufenthalt hier ohne gesundheitliche Schäden. Sind heute Kinder. Das sind keine Kinder. Kinder sind liebe, nette Menschen. Und die sind deine lieben Enkeltöchter. Aha, die sind so lieb zu mir wie ein Kannibale zu seinem Sonntagsbraten. Ruhe! Wie oft muss ich jetzt noch sagen, dass ich lärmempfindlich bin? Geh, Opa! Wir haben doch gar keine Musik. Was? Ja, dann kommt schon der Gitti in ihrem Zimmer. Gitti, leiser! Sag einmal, wie viele Lärmquellen gibt's denn da noch? Sie sind heute jung. Ja. Wir waren's doch einmal. Ich nicht. Okay, komm, geh einmal geschwind zum Supermarkt und hol Käse, Wurst, Marmelade und alles, was ihr so zum Frühstück esst. Deine Mutter hat uns mit einem leeren Kühlschrank allein lassen. Wird gemacht, Oma. Morgen ist frei. Ja, dann gehst du jetzt ins Bad und hernach der in aller Ruhe frühstücken, gell? Ja, von mir aus. Oh. Ja, den Koffer kannst du da lassen. Ja. Ich pass schon drauf auf. Führe uns nicht in Versuchung. Mehr so ehrliche Leute gäbe wie uns. Ja, was ist das jetzt? In aller Früh, weiter geht's zu. Wachenschlag ist ein Dreck. So. Guten Morgen, bitteschön, kommen Sie herein. Guten Morgen. Kurz, Frau Wagenbauer. Nein, ich bin die Mutter von der Frau Wagenbauer. Kommen Sie wegen der Fernsehantenne? Nein, ich bin dienstlich hier. Inspektor Kurz. Polizei? Ach, bitte, nehmen Sie doch Platz. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Was sagen Sie, ist das nicht ein wunderbarer Tag heute? Ja, aber es wird bald ein Donnerwetter geben. Tatsächlich, schaut gar nicht so aus. Sagen Sie bitte, was führt Sie zu uns? Hat meine Tochter ihr Auto auf einer Kreuzung parkt? Nein. Aber uns ist eine Frau Wagenbauer bekannt, die ihr Auto vor einigen Tagen auf einem Bahnübergang abgestellt hat. Das ist mir zwar momentan nicht bekannt, aber meine Tochter macht sowas durchaus. Ist Ihr Mann da, Frau? Raus. Ja, der ist schon da. Aber ich möchte ihn im Moment nicht stören. Jetzt sagen Sie doch schon endlich, was wollen. Es ist keine Lappalie. Oh. Es ist der Versuch unternommen worden, den deutschen Zoll zu hintergehen. Leid sind schlecht, Herr Inspektor. Zweit wird immer schlechter. Ihre Enkelin? Welche? Ich habe drei. Drei reizende Madeln. Eine unkomplizierter wie die andere. Aha. Naja, das mag schon sein. Jedenfalls ist Ihre Enkelin Dagmar gestern mit dem Flugzeug aus Genf gekommen. Oh.
Unseren Ermittlungen zufolge wurde sie als Kurier eingesetzt. Ach, warten Sie einen Moment. Ich hole lieber doch meinen Mann. Vic, Vic, kommst du mal? Es wird Sie sicherlich wundern, wenn ich Ihnen sage. Mich überrascht gar nichts mehr, Herr Inspektor. Guten Morgen. Also ich richte mal das Frühstück her. Ja, also, Kraus, um was handelt sich's denn? Kurz. Ja, das ist gut, ich hab nämlich nicht lang Zeit. Nein, Inspektor Kurz. Ach so, ein Zufall. Sie wollte gerade anrufen. Mich? Ja, die Polizei heute. Halt. Also, ein Koffer, den Ihre Enkelin gestern aus der Schweiz mitbrachte, ist voller Preziosen. Hä? Ja, voll unverzollter Ware, Schmuckuhren und dergleichen. Ja, genau, deswegen wollte ich Sie anrufen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie von dem Inhalt wussten? Ja, Fräulein. Wieso haben Sie nicht sofort die Polizei verständigt? Ja, das wollte ich doch gerade, wenn ich mit dem Rasieren fertig bin und so weiter, nicht wahr? Ich konnte doch nicht in dem Aufzug zu Ihnen kommen. Ah ja. Also, der Mann, der Ihrer Enkelin den Koffer gegeben hat, ist der Kellner Jean-Pierre Merci. Ach, ich hasse Französisch. Oh, ich auch. Jean-Pierre Mercier. Aha. Und uns nicht unbekannt. Sein Komplize, Michel Delcroix, wird den Koffer heute bei Ihnen in Empfang nehmen. Das haben unsere bisherigen Ermittlungen ergeben. Haben Ihre bisherigen Ermittlungen ergeben? Ja, was nicht alles gibt. Die beiden haben natürlich keine Ahnung, dass wir Ihnen auf den Fersen sind. Aber woher denn bitte? Die Ware durchzulassen ist die einzige Möglichkeit, um an diesen Delcroix heranzukommen. Ihre Enkelin hat sich zwar strafbar gemacht, aber in diesem Fall interessiert sie uns nicht. Ja. Uns interessieren die Hintermänner. Aha. Ich hoffe, wir können mit Ihrer Mitarbeit rechnen. Können Sie? Was muss ich tun? Also, wenn dieser Delcroix heute bei Ihnen auftaucht, wird er von mir verhaftet. Aha. Am besten ist, Sie geben ihm den Koffer und ich werde dann... Aus dem Hinterhalt brechen und ihn überwältigen. Ja, so ähnlich, ja. Ist das der Koffer? Ja. Aha. Ist er verschlossen? Selbstverständlich. Einen Moment. Selbstverständlich ist der verschlossen. Ja, wo ist denn der? Agnes? Ja? Hast du eine Ahnung, wo der Kofferschlüssel ist? Ja, den hast du doch in deiner Jackentasche. Ja, da ist er aber nicht mehr. Ja, dann hast du ihn vielleicht im Bad liegen lassen. Ach, das könnte sein, ja. Grüß Gott. Herr Inspektor, das ist meine Enkelin Heidi. Kurz. Das ist ein Bulle, der weiß alles. Interpol und so. Also, es tut mir leid, aber... Haben Sie den Kofferschlüssel? Nein. Tja, dann ist er vielleicht in der Küche. Geh, wer kann denn der in die Küche? Woher soll ich das wissen? Ja, bitte, dann überzeugen Sie einer selber. Bitte sehr. In dem Koffer ist nichts, was die Polizei interessiert. Wieso? Weil die Mucki und ich den Koffer vom Opa mit dem von Delcroix austauscht haben. Und der Opa hat nichts gemerkt. Und ich hab dieselbe Idee gehabt, hab mir aber nicht mehr traut, weil er wach worden ist. So, sind Sie jetzt. Da kommt ein Taxi. Ja. Ah, das wird er schon sein, dieser Delcroix. Der den Koffer ab. Ja. Ah, da ist er her. Da ist er ja, der Schlüssel. Was? Da schauen Sie her, ach, bitte. Ja, leider ist die Zeit jetzt zu kurz, um den Kofferinhalt noch zu überprüfen. Ja. Ihre Angaben betreffend des Inhaltes sind korrekt? Meine Angaben betreffend des Inhalts sind korrekt. Aha. Ich hab aufpasst auf ihn wie ein Hund auf seinen Knochen. Ja. Sogar im Schlaf. Weiß jeder, was er zu tun hat? Klar. Ich nicht. Ich auch nicht. Also, Sie verhalten sich vollkommen normal. Das heißt, vollkommen unauffällig. Jawohl, Herr Kommissar. Ja, sobald der Koffer in seinem Besitz ist, wird er von mir verhaftet. Ja. Ein großer Moment für die bayerische Polizei. Unauffällig, ja? Ja, Heidi, mach doch einmal ein Frühstück. Okay. Oh, mach auf, es ist soweit. Ausgerechnet ich. Ja, was soll ich denn sagen? Du mei, guten Morgen oder grüß Gott oder was? Oder bitte kommen Sie herein. Ja, von mir aus, sag irgendwas. Hoffentlich benehme ich mich unauffällig. Ja. Ich bin den Umgang mit Gangstern nicht gewöhnt. Ach, da schau her, das wundert mich aber sehr. Und bitte, Vic, sei vorsichtig. Nein. Womöglich ist er bewaffnet. Jetzt lass ihn halt erst einmal rein. Hepp! Was ist jetzt los?
Ich wollte doch jetzt nicht spazieren gehen. Nur zur Selbstverteidigung. Ach so. Es war mal lieber, wenn du aufmachst. Würden Sie ihn jetzt bitte hereinlassen, bevor er sich's wieder anders überlegt? Kommen Sie herein. Guten Morgen. Das ist mein Mann. Wo? Oh, ja, sowas. Der war doch gerade noch da. Weg! Weg! Ja, ist er schon? Oh! Ein Gast. Darf ich bekannt machen, mein Mann, ja. Herr Decroix? No. Entschuldigen Sie meinen Aufzug. Ich bin noch nicht zum Umziehen gekommen. Wollen Sie Platz nehmen? Danke. Mein Name ist... Sie sprechen ein ausgezeichnetes Deutsch für einen Franzosen. No, sono italiano. Mio nome, mein Name ist Casati. Ja, das sicher. Sie, Aldo Casati. Bin ich seit vielen Jahren in Deutschland. Bei München. Meine Kinder sind geboren hier. Sie sprechen bayerisch wie Sie. Ah. Ich wissen heute nicht, bin ich Italiano, Deutscher oder Bayer. Ja, sehr interessant. Ja, den Urlaub verbringen wir auch meistens im Ausland. Bloß heuer nicht, weil meine Tochter... Agnes, niemand hat so viel Zeit, dass er sich deine Familiengeschichten anhört. Also, kurze Rede, langer Sinn. Wir wissen, warum Sie da sind. Ja. Sie wissen? Na, aber wo er? Einen Moment, da sind sie her. Das ist er. So. Wir wollen sie nicht aufmachen. Warum? Ist ein Schlossi kaputt? Ist ein Schlossi kaputt. Wir müssen doch nicht aufmachen. Natürlich. Sie schauen jetzt noch, ob alles drin ist, was drin war. No. Ich nehme diese Koffer nicht, bitte. Sie nehmen jetzt diesen Koffer. Wo ist denn der Idiot? Herr Stecker, wo bleibst denn? So, dieser Koffer gehört also Ihnen? No. Ich habe diese blöde Koffer noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Aber Sie sind gekommen, um sich mit Fräulein Wagenbauer zu treffen. Ja oder nein? Sie sind verhaftet. Folgen Sie mir unauffällig. Mit Antischellen wird unauffällig nicht gleich möglich sein. Ich bin gekommen, um mit Signorina Wagenbauer reine Tische zu machen. Ihre Aussage können Sie dann später vor Gericht machen, ja? Darf ich nun bitten? Nicht anfassen! Ende weg! Ich werde sonst grantig. Was ist denn los mit diesem Mann? Ha? Hat er vielleicht nicht alle Tassen im Schrank? Sie, ich gehe. Aber es wird den Abend folgen. Arrivederci. Ja, also früh jetzt gehen wir. Robia! Was denn? Okay. An einer Kreuz bin ich gar nicht hingekommen. Ich hab sie bloß ein bisschen an die Schulter getupft. Sie haben mir heftig gestoßen. Ach, jetzt fühlen Sie einen nicht so auf, Sie Simulant. Buongiorno. Ja, du bist da. Das ist vielleicht eine Überraschung. Bist du also einverstanden? Das ist mein Vater. Was? Wie bitte? Man hat mich angegriffen. Sie, ich bin gefallen. Bandscheibenvorfall, Fall für Gerichte wegen Schmerzengeld. Ja, was? Sie haben meinen Vater angefallen? Was denn? Ein bisschen angetupft habe ihn und da hat er sich gleich fallen lassen. Aber das haben ja die Italiener drauf, das weiß man ja vom Fußball. Ich war ein Gesunder wie Pumperl. Er meint Pumperl gesund. Ich werde Ihnen verklagen. Was? Meine Güte. Jetzt haben wir den Salat. Tja, was machen wir nun mit Ihnen? Sehr bedauerlich, diese Verwechslung. Legen wir ihn doch dabei ins Schlafzimmer. Ja. Super. Ja. Vorsichtig. Meine Kreuz. Also wirklich sehr bedauerlich, diese Verwechslung. Ja. Jetzt zieh doch
endlich ein frisches Hemd an. So kann man doch nicht rumlaufen. Ja, hast ja recht. Dann machen wir fertig im Boot. Was ist denn passiert? Dein Großvater hat der Gitti ihren Schwiegervater fertig gemacht. Brennt da was auf? Ah, Jesus, der Toaster! Guten Morgen! Bonjour! Kommen Sie doch bitte rein! Oh, merci! Merci! Könnte ich die Mademoiselle Dagmar Wagenbauer sprechen, s'il vous plaît? Die Mucki? Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Moment ist. Ah, dann werde ich so lange warten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, setzen Sie sich doch bitte. Wissen Sie, wir haben gerade ein Riesendurcheinander. Wir haben die Polizei im Haus. Oh, Polizei, die Gendarme. Oh, da will ich nicht länger stören. Ach, entschuldigen Sie mich bitte, einen Moment. Ja. Ja. Hoppala. Herr Kassati, was ist denn? Mon Dieu. Voilà. Wo ist er denn jetzt hin? Wer? Ja, der Mann, der gerade da war. Wie geht's ihm denn jetzt mit seinem Kreuz? Der liegt noch flach, aber ich meine, der andere. Du, der Frascati Junior, der soll seinen Vater heimbringen. Sonst muss ich halt wieder die ganze Nacht auf der Couch schlafen. Ja, und ich? Hä? Meinst du vielleicht, dass ich mit ihm im Doppelbett schlafe? Ja, warum denn nicht? Der kann sich doch nicht rühren. Obwohl, bei den Italienern weiß man ja nie. So, da hast du mal deinen Kaffee. Ja. Der Rest kommt dann gleich. Da kommt einiges auf Sie zu. Ja. Er spricht dauernd von Schmerzensgeld. Ah. Und er möchte gerne seinen Anwalt sprechen. Das interessiert mich jetzt momentan überhaupt nicht. Ich brauche jetzt ein Frühstück. Ja, ich bring dir gleich was. Ja. Wo ist denn der Koffer? Oh Mann! Der Mann! Sie hatten ihn zuletzt. Fürs Kapte kriegen wir nix. Ich hab ihn dem Simulanten ausgehändigt. Als ich ihn ins Zimmer brachte, hatte er keinen. Aha. Ich habe ihn hier hingestellt. Ja, da ist er aber nimmer. Und warum nicht? Weil wahrscheinlich jemand weggenommen hat. Ich bin an sich ein gutmütiger Mensch. Aber auch meine Geduld hat einmal ein Ende. Ja, wollen Sie damit vielleicht behaupten, dass ich den Koffer verschwinden lassen hab? Also du bist vielleicht ein Schnarchsack-Opa. Heute früh hast du auf dem Sofa mindestens ein Sterholz gesetzt. Schweig! Moment. Sind Sie, Fräulein Dagmar Wagenbauer? Sowieso. Sagen Sie mal, sind wir uns schon einmal irgendwo begegnet? Sie kommen mir so bekannt vor. Der Herr ist von der Polizei. Kriminalpolizei. Kennst du die aus? Ich muss einmal aufs Klo. Bleiben Sie hier. Wir haben schon genug Schwierigkeiten ihretwegen, die wir nicht hätten, wenn Sie hier gewesen wären. Oh mein, wenn man ich vorstelle, was für Schwierigkeiten wir nicht gehabt hätten, wenn Sie nicht da gewesen wären. Wissen Sie, wohin der Koffer mit den Uhren verschwunden ist? Na, ich war ja nicht da. Aha. Ich hab bloß gesehen, wie ein fremder Mann mit dem Koffer raus ist. Und grad pressiert hat's ihm. Dann ist er in ein Auto eingestiegen und ist weggefahren. Und ich hab mir nur gedacht, aha, hab ich mir gedacht, so schaut also der Delcroix aus. Das gibt's doch nicht. Ja, dann muss ihm doch irgendwer den Koffer gegeben haben. Der kann doch nicht zu mir, nichts, dir, nichts einfach ins Haus kommen und ohne, dass wir es merken, den Koffer an sich nehmen. In diesem Haus ist nichts unmöglich. Heute stellt er vor, der Dings, der Del. Oh. Ja, der war da. Ja. Ich weiß schon. Hä? Ich hab kurz mit ihm geredet. Was? Sie haben mit Delcroix gesprochen? Hm. Sie haben ihn gesucht und gesehen und haben ihn gehen lassen? Das wird ein Nachspiel haben. Ja, wer hätte ihn denn knebeln und fesseln sollen? Ich, ein schwaches Weib. Ich hab doch nicht gewusst, wie der ausschaut. Wir sprechen uns noch. Das Gleiche gilt für Sie.
Haben Sie den Mann auch gesehen? Was für einen? Ja, ich hab nur gesehen, wie einer mit einem großen Wagen durchs Küchenfenster gefahren ist. Wie bitte? Ich hab durchs Küchenfenster gesehen, wie einer mit einem großen schwarzen Wagen weggefahren ist. Ach, und das war der Delcroix? Ja. Alle haben ihn gesehen, nur ich nicht. Wenn es Sie beruhigt, ich hab aufpasst und mir die Autonummer gemerkt. Ja. Die erste intelligente Tat, seit ich hier bin. Ich höre. Aber natürlich. Ja. AE, das habe ich mir leicht merken können, weil ich mir gedacht habe, denk an alter Esel. Weißt du vielleicht wie? Doch nur als Eselsbrücke. Und die Nummer? 1618, wie der Anfang vom 30-jährigen Krieg. 1618, großartig. Ja, das hat sie großartig gemacht, mein Weibi. Das ist die Nummer meines Dienstwagens. Dann hat er meinen Dienstwagen geklaut. Hier, kurz. Ja, geht mal eine Fahndung raus nach dem PKW AE-1618. Ja, in dem Wagen, da soll der Gesuchte sitzen. Ja, Delcroix. Ja, und mir schickt er den Wagen in die Brecherspitzstraße 4, damit ich hier wegkomme. Ja, das ist... Ach, dann können wir ja jetzt endlich frühstücken. Ja. Mir ist der Appetit vergangen. Ja, aber du musst was essen. Das schafft, ich möchte der Herrin nichts haben als mir meine königlich-bayerische Ruhe. Das muss doch möglich sein im Haus. Ach was, ich lieg mir ein bisschen nieder. Das geht nicht, da liegt doch der Malate. Ein Bier könnt ihr es ja machen. Jesus Maria. Was ist denn das? Haben wir heute Schwarzbrot? Warte, Opa, ich hol dir eins. Oh, Frühstück. Morgen. Ist er jetzt fort, unser Derek für Armin? Ja, ja. Mein Gott, das ist ja steinhart. Und was sagst du zu diesem Toast? Da schaut er mal das so. Warum? Was ist damit? Was ich, das ist... Jetzt iss und trink heute mal. Der Kaffee ist ja schon ganz kalt. Sag, Herr Opa. Was ist denn das? Ah, ich wollte mal nur die Nägel lackieren. So. Danke. Also das ist furchtbar mit euch, glaubst du das? So, und die Polizei weiß jetzt, dass die Mucki Uhren geschmuggelt hat. Wie wollen ihr die was beweisen? Ja, das stimmt. Beweise haben's keine mehr. Und mich müsst ihr mal entschuldigen. Ich muss die Schaltleiste vom Airbus putzen. Mach dir keine Sorgen, Opa. Wir haben schon ganz andere Sachen geschaukelt. Mach dir keine Sorgen, Opa. Wer soll sich denn sonst Sorgen machen? Mein Vater geht's verdammt schlecht. Ja. Und alles da wegen Ihnen, mein Lieber. Sie, ich bin nicht der, mein Lieber. Mein Vater sagt, wenn ich in die Familie einheirate, bin ich ein Fall für einen Psychiater. Jeder, der in die Familie einheiratet, ist ein Fall für einen Psychiater. So. So, dann. Ja, halt! Ja. Also, ich finde, da geht Ihr Mann ganz reizend. Also, wenn ich noch jung wäre, könnte ich beim Angelo für nichts garantieren. Jesus, fahren die Fälle wieder. Doch, den Respekt, den er vor der älteren Generation hat, findet man heutzutage ganz selten. Was ist? Kann ich dein Kaffee-Tasse auch schon nehmen? Ja, das ist jetzt auch schon wurscht. Da. Wolltest du nicht nach dem Frühstück mit dem Schreiben anfangen? Ja, das wollte ich. Aber ich habe noch kein Frühstück gehabt. Oh, kann ich auch so einen Apfel haben? Dankeschön. Jetzt ist doch nicht trauernd. Nachher jammerst wieder, dass du zugenommen hast. Muckilein, kannst du vielleicht ein bisschen die Wohnung durchsaugen? Der Staubsauger steht von deiner Mutter noch seit gestern in der Küche. Kann ich nicht, ich hab mir gerade die Nägel lackiert. Kannst du doch. Kann's auch übertreiben. Dann sei so gut, dann bring mir meinen Mappen mit dem Schreibzeug mit. So. Ja, ja. Von jetzt an kann's nur noch aufwärts gehen. Ja, Sie mir sagen, wo man Toilette. Zweite Tür rechts. Grazie. Grazie. Da schau ich, Opa. Dankeschön. Schreibzeug. So. Was hast du da, Opa? Notizen für mein neues Buch. Soßen, die Krönung eines jeden guten Essens, wird ein Bestseller. Und erfindest du die Rezepte selber? Ja, die meisten schon.
Aber ich sammle auch. Ja, wenn ich in ein Lokal auf was Besonderes stoß, schreibe ich mir sofort auf. Du klaust das also? Also bitte. Dein Großvater kann sich nicht konzentrieren, ja, wenn es den dauert in der Gespräch verwickelst. Entschuldigung. Mucki, wisch lieber Staub, das macht keinen Lärm. Bitte. Was meinst du, macht sie jetzt oder nicht? Ja, frag's halt. Mucki! Mucki! Ja? Sag bitte deiner Schwester, sie soll ihren Radio leiser machen. Frage, Opa. Warum sagst du das nicht selber? Ja. Signore, Kaffee gießen in die Kamera. Auf oh, ein verdammtes Arte. Weigere gibt es nicht. Aber gewiss doch. Na. Nicht zu fassen. Ja, was ist? Können wir noch etwas für Sie tun, Signore? No. Grazie. Ah, also früh. Also, ich starte jetzt einen weiteren Versuch zu schreiben. Und nicht, dass ihr meint, sie war grantig oder ich darf mich aufregen. Mitnichten. Aber wenn ich jetzt noch einmal gestört werde, dann werde ich zum Tier. Was ist denn jetzt schon wieder? Eine Kuckucksuhr. Ja. Ich hab gar nicht gewusst, dass du eine hast. Sie hat ja auch keine. Ich weiß genau, was ihr glaubt. Ihr glaubt, ihr habt gestohlen. Ja. Hab ich aber nicht. Agnes, du hast doch selber gesagt, dass wir sie nicht dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben können, weil es keinen rechtmäßigen Besitzer gibt. Und deswegen habe ich sie einstweilen an mich genommen. Wieso denn? Den Koffer hat doch der Del. Ja, genau. Sollte der am Ende leer sein? Ja. Wir haben dir den Koffer abgenommen. Was? Und den falschen hingestellt. Die Uhren sind alle in unserem Zimmer. Dann was ist dann in den Koffer, den jetzt der Del? Klar. Ich weiß schon, den der jetzt hat. Alte Zeitungen und was? Kataloge. Agnes, du wirst jetzt sofort mit diesen beiden Mädchen auf ihr Zimmer gehen und dafür sorgen, dass die Uhren fein säuberlich verpackt wieder in den Koffer landen. Ist das klar? Ja, also. Und ich werde inzwischen die Polizei anrufen und eine Aussage machen, nämlich, dass sich die Schmugglerware erstaunlicherweise immer noch bei uns im Haus befindet. Aber jetzt mal aus der Arm, Olli. Du nicht. Du dürfst die Polizei auch. Oh Gott, was soll denn da sagen? Sie sollen jemanden schicken. Oh. Am besten gleich mit dem Zeisel hoch. Mit was? Mit der grünen Minna. Ja, also, ruf an, 110. Wo wollt ihr hin? Wir holen den Koffer. Ja, das ist gut, aber diese Aktion werde ich überwachen. Ja. Hallo? Bin ich da richtig bei der Polizei? Was ist denn jetzt schon wieder los? Sei stark. Na, nicht Sie. Kraus, mein Name. Bitteschön, es handelt sich um das Delikt Wagenbauer im Fall der Schweizer Uhren. Die Uhren im Fall Wagenbauer. Ja, es ist so. Wir haben gesagt, dass der Delcroix den Koffer hat. Er hat ihn aber nicht. Das heißt, genau genommen, wir haben ihn schon. Aber da sind keine Uhren drin. Nur Illustrierte. Alte. Fragen Sie mich was Leichteres. Ja, ich erzähle Ihnen die Geschichte gern noch ein paar Mal. Wer der Delcroix den Koffer genommen hat, waren schon immer drin, die Uhren. Und deswegen rufe ich an, damit Sie jemand bei uns vorbeischicken, weil jetzt sind sie drin. Aber möglichst bald, bevor sie wieder weg sind. Na, nicht die Illustrierten. Gut. Und Grüße an Herrn Kurz, wenn sie ihn sehen. Ja, Ihnen auch. So ein alter Depp. Nix kapieren. Dabei habe ich ihm alles klar und deutlich erklärt. Ja. Die Uhren sind jetzt wieder drin in dem Koffer. Hoffentlich machen wir keinen Fehler. Du, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich auch.
Erstens habe ich die ganze Nacht nichts geschlafen. Zweitens habe ich noch keine Zeile geschrieben. Und drittens bin ich ohne weiteres Zutun Mitglied einer Schmugglerbande geworden, die ihresgleichen suchen muss. Und außerdem habe ich noch nichts gegessen. Ich mache dir eine Bouillon mit Ei. Und dass mir niemand mehr den Koffer umklammt, gell? Außer um ihn der Polizei zu übergeben. Dirps Gesindel. Also, Tatort ist ein Dreck dagegen. Excuse, Sie haben vielleicht für mich Zeitung? Prego, Schwiegerpapa. Ach, Sie sind Kitty? Ja. Oh, ich bin gekommen, um mit Sie und Angelo zu sprechen. Angelo hat mich angerufen. Ja, ja. Au, oh, mein Gott. Bonjour. Sie sind der, der den Koffer abholen soll, gell? Oui. Ja, ich komme wegen dem anderen Koffer. Das ist er. Und diesmal sind wirklich alle Dinge darin. Ja, aber deswegen habe ich Sie doch angerufen. Also bitte nehmen Sie ihn bloß mit. Nichts lieber als das. Moment. Könnten Sie mir eine Quittung ausstellen, dass ich Ihnen den Koffer ausgehändigt habe? Gitti, gib einmal geschwind was zum Schreiben. Eine Quittung? Oh, ja. Geht das auch? Ja. In der Not frisst der Teufel Flirn, gell's, Herr Kommissar? Comment? Ja, ja, ja. Koffer erhalten. Unterschreiben erstens schon A. Natürlich. Ja, Signatur. So. Und Sie geben uns doch bestimmt Bescheid, wie es ausgegangen ist, gell? Bestimmt. So, das hätten wir. Ja, die Polizei ist heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal war. Komm, Gitti, hol mir ein bisschen in der Küche. Aber mein Fuß. Komm. Abtrocknen kann man im Sitzen auch. Oh. Mein Lieber. Eine Saphirhirten ist einfacher. So, da bin ich wieder. Ach, Herr Inspektor, Gott sei Dank. Dann können wir endlich diese leidige Geschichte aus der Welt schaffen. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Inspektor, der Koffer ist schon wieder verschwunden. Was? Ja. Ich werd verrückt. Ja, ich bin schon. Ich schaff Zeiten noch mal nicht. Wann sollte man jetzt in dem Kommissariat sein? Sie melden sich doch mal. Schau mich nicht so an. Ach. Ich hab mich doch entschuldigt. Ja, ja. Sollte mich vielleicht aus dem Fenster stürzen? Wenn er zu dir gesagt hätte, ist von der Polizei, hättest du es ihm auch geglaubt. Nein, hätte ich nicht, weil ich aber Menschenkenntnis. Hätte mich vielleicht für ihn hinwerfen und verhindern sollen, dass er geht? Wo ich doch gemeint hab, dass er der Richtige ist. Schon einmal was von Dienstausweis gehört. Ja, aber das hat man davon, wenn man ehrlich sein will, nicht? Das nächste Mal lass ich's bleiben. Ja. Man hat nur Scherereien damit. Scherereien haben wir so und so. Das Essen dauert noch ein bisschen. Ja. In diesem Haus wäre man nicht nur kriminell, sondern man verhungert auch vor vollem Kühlschrank. Kann die Italiener nicht einmal wieder heimgehen? Der frisst uns ja noch Haar vom Kopf. Der geht erst, wenn man rausschmeißt. Für ihn macht man's Kochen Spaß, weil er das auch isst, was ich ihm hinstelle. Aha. Der Mann scheint ja nicht verwöhnt zu sein. Wie ich in dieses Unglückshaus da gekommen bin, habe ich 50 leere, weiße, jungfräuliche Blatt Papier gehabt. Und einen Kopf so voller Ideen, dass gerade so gesprudelt ist. Und was habe ich jetzt? 50 leere Blattl Papier und daneben so einen Kopf. Wie temperamentvoll du noch bist. Komm, geh ein bisschen an frische Luft. Das bringt dich wieder auf andere Gedanken. Na ja, von mir aus. Unser Audi ist ganz schön in Fahrt, hä? Na. Red nicht so despektierlich von deinem Opa. Komm. Du bist einfach großartig, Signora Cassati. Sowieso. Was hast du eigentlich deinem Vater gesagt?
dass ich ein Auto in die Tankstelle fahre und gleich einen Ölwechsel machen lasse. Hier ist es. Der Autoschlüssel. Was stehst denn da, wie bestellt und nicht abgeholt? Kannst du schweigen? Claro. Ich brenne mit dem Angelo durch. Boah, geil! Aber warum denn eigentlich? Verheiratet seid's doch schon, damit sein Vater endlich nachgibt und den Angelo nicht enterbt. Ja, und mich als Schwiegertochter akzeptiert. Ach so. Das wird der Inspektor sein. Macht's mal rein, oder? Jetzt wird's unangenehm. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kraus. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Ich war draußen. Wir haben Ihren Freund Delcroix erwischt. Das ist doch einer der Koffer aus der Schweiz. Ja, da schaut doch einer wie der andere aus. In unserer Familie gibt's ein paar solche Koffer. Sie müssen unter Umständen vor Gericht aussagen. Ich sag alles, was Sie wollen, Herr Kommissar. Entschuldigung. Sie wissen, dass wir Ihre Enkelin nur deswegen ungeschoren einreisen ließen, weil wir in der Hoffnung waren, dass sie uns zum Drahtzieher der Bande führen wird. Zum Delcroix? Ja. Aber das ist nur ein kleiner Fisch. Wir wollen den Kopf der Bande. Und wir sind auf der richtigen Fährte. Warum? Hat der Delcroix gestanden? Sozusagen. Unter anderem auch, dass Ihre Enkelin genauso tief in die Sache verwickelt ist wie er. Ja, klar. Sie ist der Boss der Bande. Nein, das ist Ihr Mann. Jetzt hört's aber auf. Mein Mann? Der interessiert sich nur für Soße. Und in der sitzt er. Und tief auch noch. Ich bring schnell das Auto von meinem Vater in die Tankstelle. Ja. Wo ist denn eigentlich Ihr Mann? Ach, der müsste im Garten sein. Wenn ich ihm Ihr Räubermärchen erzähle, wird er lachen. Das Lachen wird ihm schon noch vergehen. In Ihrem Interesse hoffe ich nur, dass Sie und Ihre Familie nicht noch mehr Schwierigkeiten machen. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Agnes, kannst du schweigen? Es walte Gott. Seit 40 Jahren habe ich niemanden mein Alter verraten. Der Angelo und Gitti sind mit dem Auto weg. Ja, sie bringen es zum Ölwechsel. Na, durchbrennen. Was? Richtung Gardasee. Oh Gott. Verdammter Mist. Schon immer wünsche ich mir, dass mal jemand mit mir durchbrennt. Fantastico, fantastico. Bald geben Essen. Mucki, schau mal nach die Spaghetti, die müssten al dente sein. Sie, ich schau nach. No. Ich schaue nach. Davanti, avanti. Was haben Sie für die Geheimnisse bei Kochen? Schmecken alles immer sempre bellissima, ma fantastico. Oh, Sie sind Spitzengöttchen. Sie, ich kann Ihnen das sagen. Ich habe Ristorante. Eisen Bella Napoli. Bella Napoli? Sie? In der Münchner Straße? Sie, was mag denn Ihre Mann von Berufe? Nun, er ist schon pensioniert. Es gibt also eine Banause. Er hatte die gleiche Name wie Ihre Mann. Kraus. Oh, Kraus. Diese Kerle schreiben über Essen und haben keine Ahnung von hinten und vorne. Meine Ristorante, ja, hatte gegeben in eine Gourmet-Gazetta 5 Essiggurken. Ach, und wie viele gibt's insgesamt? 5. Über meine Spitzenköche hatte geschrieben, dass sie auf dem Weg nach Bella Napoli wahrscheinlich bloß bis zu einer Großküche in ein Krankenhaus an die Brennerung gekommen sind. Dieser Mann hat Humor, oder? Ich sage nur, die es gönnen, ja, die kochen. Und die nicht gönnen, die schreiben über Essen. Excuse. Ich mochte sie nicht länger abhalten mit meinem Gesicht von Kochen. Ich muss dann jetzt gehen zur Tankstelle und schauen, wie weit Angelo ist. Weit. Wie weit? Gardasee. Erna, geht's besser, wie man sieht. Sisi, grazie. Dann verlassen Sie uns heute. No. So gut geht mir noch nicht. Aber es ist doch gar nicht so weit zu Erna Horben.
sagt der Angelo. Der Schütterung im Auto kann ich meine Bandscheibe nicht zumuten. Die literarischen Ergüsse vom Opa, kann ich die mitnehmen? Ja. Ihren Mann schreiben? Er ist ein Schriftsteller. Nun, er schreibt Fachbücher. Dann lassen Sie mir raten. Ne? Er schreibt Philosophie. Ich habe es jetzt eher Reisen. Er schreibt Reiseberichte. Stimmt oder ich habe recht? Ja, entschuldigen Sie mich einen Moment. Über was schreiben Ihre Opa genau? Der Opa? Übers Essen. Er schreibt über Feinschmeckerlokale in einer Gourmetzeitschrift. Haben Sie das gar nicht gewusst? Meine Tato, ja, seien Sie also doch diese Kraus! Was sind Sie doch schon auf? Ja, ich so auf. Flick! Hast du gewusst, dass der Vater von Angelo der Besitzer von Bella Napoli ist? Ach so. Darum müssen wir gleich so bekannt vorkommen. Ich hab bloß nicht gewusst, woher. Hallo? Moment! Sie, uns haben schon einmal beehrt, wenn ich mir nicht täusche? Sie täuschen sich nicht. Einmal und nie wieder. Ja, hat Ihnen nicht gefallen bei mir? Aber schon gar nicht. Und ich sage Ihnen auch warum. Wenn ich in ein Lokal gehe, das Bella Napoli heißt, dann erwarte ich italienische Spezialitäten, neapolitanische Spezialitäten, nicht? Sie nennen sich Spezialitätenrestaurant und haben Speiskarten wie eine Bahnhofspizzeria. Es gibt sehr gute Pizza bei mir. Ah, was denn? Und dann möchte ich Atmosphäre haben, mit der italienischen Atmosphäre. Verstehen Sie? Abend. Atmosphäre. Hör doch auf, ein paar löchrige Fischernetz und eine leere Chianti-Flasche machen noch lange keine Atmosphäre. Und da nützt es auch nichts, wenn man da oben alle drei Minuten einen Aschenbecher ausleert und einen Wein nachgießt. Ist es Service? Ist Service, ich bin Nichtraucher. Und dann das Essen. War gute? Ja, aber schon wirklich nicht. Auf ihre Spaghetti Arrabbiata bin ich immer Arrabbiata geworden. Das ist so ein Küchenchef wie der Jürgen, der gehört mit dem Schipfliff in der Schlung. Und dann das Kasperlband von ihrem Personal erst. Wir sollen darstellen, kontrolliere. Ja, in Neapel, da muss ich aber schon lachen. Und einer Koch kommt aus England, hat man da oben gesagt. Er hatte eine italienische Papa. Ja, aber eine englische Mama. Den geht er haben wir nie kochen können. Ich sage nur, jeder Idiot kann schreiben über Essen. Ja, und ich sage nur, jeder Idiot kann kochen. Fragt sie bloß, was hinten noch schmeckt dann. Sie nicht mögen meine Restaurante? Ihr Essen mag ich nicht. Überhaupt sind Sie ein Schmarotzer, der sich da einnistet, in mein Bett schlaft, mein Essen isst, mein Bier sauft und nicht mehr heimgeht. Sie sind ja schlimmer wie Salzsäure. Und die frisst sie schon überall durch. Wenn das sein wirklich Ihre Meinung? Ja, bitte. Sie sind grausigste Gastgeber, was? Die ich erlebt habe, meine ganze Leben. Aha. Ja, und wir heißen Knicker. Ja, und Sie haben einen Charakter so dürftig wie Ihre Rezepte. Und nur dem Umstand, dass Ihr Sohn die Tochter von meiner Tochter liebt, haben Sie es zu verdanken, dass ich Sie nicht so hochkantig rausgeschmissen habe? Sie können vielleicht das, denn das Tee aus St. Kauder Würstelstand, ha? Ja, und Sie können vielleicht führen einen Tee aus St. oder Würstelstand. Und mich können Sie auch. Sie kennen doch nicht einmal Unterschied. Was denn? Von Seezunge und Kalbszunge. Ja. Wenn die Gitti meine Tochter wäre, dann darf ich es lieber zum Radizieren in die Antarktis schicken, als in ihre Familie heiraten lassen. Und ich muss mir überlegen, ob ich Angelo nicht besser erschieße, bevor ihr heiratet in ihre Sitzschaft. Und wenn Sie mich jetzt doch einmal antupfen, dann bricht ihr das Kreuz ganz ab. Aperitivo? Oh, Aperitivo? Si, da! Du, Vic, dieser Kommissar kommt noch einmal vorbei. Den Decroix haben sie verhaftet.
Und die Schmuggelware haben's auch. Gut. Und der Delcroix hat behauptet, dass du der Kopf der Bande sein sollst. Was? Ja, er hat gesagt, dass du der Gangsterboss bist. Gangsterboss? Ich habe das geahnt? Ja, von der Mafia, mein Lieber. Ich kassiere von jedem italienischen Lokal Schutzgelder. Da pass auf. Mamma mia. Der Pate! Das ist... Ist die Waschmaschine frei? Waschmaschine, wieso? Ja, weil ich es brauche. Zur Geldwäsche. Mamma mia. Wollen Sie uns nicht heute verlassen, Herr Frascati? Oh, heute? Heute noch nicht, der Bandscheibe, ja, aber vielleicht morgen. Dann bleiben Sie heute noch. Wenn Sie sich heute noch nicht dazu in der Lage fühlen. Ich bring dich um. Denn noch besser wäre vielleicht übermorgen eine Fahrt in ein Auto. Ich kann mit einem Bandscheibenvorfall. Ja, dann nehmen wir es halt einen Krankenwagen oder ein Taxi. Ich brauche keine Taxi. Ich habe ein Auto. Mahlzeit. Ist Essen schon fertig? Ach, Jesus, das wissen Sie ja, dass der Filio Angelo mit Ihrem Wagen weg ist. Sie sehen, zur Tankstelle ohne Wechsel, ne? Nein, er ist an den Gardasee mit der Kitty. Kome? Ne, Komasee, Gardasee. Wie, mit was? Die Kitty und der Angelo kommen schon wieder. Gerade steigen sie aus. Mucki, mach einmal die Tür auf. Und Heidi, bring noch zwei Gedecke, die werden einen Mordshunger haben. Ja, hi, Mucki. Hallo allerseits. Hallo. Ciao, Papa. Grüß euch. Wie waren am Lago di Garda? Doch, sonst macht euch die Polizei die Hölle heiß. Die Polizei hat uns schon die Hölle heiß gemacht. Ja, der Angelo hat gemeint, dass das mein Koffer ist. Ja. Und wer hatte dir erlaubt, mit meinem Auto einfach wegzufahren, ha? Und wer hatte dir erlaubt, mit meiner Enkelin wegzufahren, ha? Was? Was ist das mit dem Koffer da? Das ist der Koffer mit die Uhren. Das gibt's nicht, den hat der Inspektor. Oder vielleicht nicht. Ach, dann hat der Inspektor meinen Koffer. Ha, der wird schauen, wenn er deine Reizwäsche auspackt. Mick, du musst sofort der Polizei sagen, dass der Koffer wieder bei uns ist, bevor die Polizei es uns sagt. Ich verstehe nur eine Station. Was? Ja, Bahnhofe. Ja, da ist der Mick. Was? Der Ludwig Kraus? Ja. Sie schicken so schnell wie möglich jemand her wegen dem Koffer, wegen den Uhren, meine ich, die in dem Koffer drin. Geh nicht du mit denen, ich bin viel zu aufgeregt. Wenn ich noch lange dauern, ich falle um vor Hunger. Das wäre auch eine Lösung. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, sag gerne, sie soll schnell den schicken, nicht wahr? Ja, nicht, dass der Koffer wieder verschwindet. Okay. Ja, hallo. Könnten Sie bitte dem Herrn Inspektor kurz ausrichten, dass der Koffer in der Zwischen... Oh. Entschuldigung, ich sag's ihm selber, er steht gerade neben mir. Ich hab ihn gerade angerufen. Da sind Sie ja wieder, Herr Inspektor. Ja, da bin ich wieder. Vielleicht könnte mir jemand erklären, sind Sie auch in diesen Fall verwickelt? No, Madonna mia. Dann verlassen Sie bitte den Raum. Ein bisschen zuhören. Ha? Bitte. Los, ne? Ich gehe in meine Zimmer. Tja, hörst du das? Jetzt ist schon seine Zimmer. Herr Inspektor, Sie haben schon wieder den falschen Koffer mitgenommen. Ihr Koffer ist der von meiner Frau. Wie wir es gemerkt haben, haben wir umgedreht. Ja. Ja, und Sie haben es angemerkt und haben auch umgedreht. Seit 20 Jahren arbeite ich bei der Polizei. Habe alle Freuden und Leiden erlebt, die ein Mensch erleben kann, der für die Polizei arbeitet. Aber diesen Koffer von Ihrem Haus zur Polizei zu bringen, gehört zur schwierigsten Aufgabe, von der ich je gestanden habe. Okay. Ja. Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Nein, danke, ich bin im Dienst. Aha. Oder doch, hätten Sie vielleicht einen kleinen Cognac? Hammer! Ich hol einen. Also, ich bringe jetzt den Koffer von meiner Frau besser in unser Zimmer. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ha! Und diesen Koffer hier. Kussi, Herr Inspektor. So, ein Cognac für den Kommissar. Verbindlichsten Dank, ja.
Prost. Ja, und jetzt zur Sache. Herr Delcroix hat behauptet, dass mein Mann der Kopf der Bande ist. Ja, na, das ist einer doch hoffentlich klar, dass das nur ein Witz sein kann. Ja. Ich muss der Sache trotzdem nachgehen. Ein Taxi ist gerade fortgefahren. Ihr ratet nie, wer da drin sitzt. Doch, es ist einer aus meinem Syndikat. Ja, entweder der aus Istanbul oder der von Buenos Aires. Ja, da haben sie es mit einer Riesenorganisation zu tun. Ja, was redst du denn jetzt für einen Schmarrn? Du denn? Es ist Mama. Was? Ja, das gibt's doch nicht. Die ist doch in Singapur. Mama kommt. Was will denn die schon da? Meine Tochter ist unberechenbar, wissen Sie? Das überrascht mich nicht. Grüß euch Gott. Ach, es ist ja so schön, dass ich wieder daheim bin. Mama, entschuldige, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber es war ja so turbulent. Weißt du, ich wollte ja immer schon Bescheid geben. Habe ich mir eine Postkarte gekauft? Haben wir Karten gekriegt? Ich hab's mitgebracht, das geht schon. Schatz, so hat mein Hotel in Zürich ausgeschaut. Wieso Zürich? Du wolltest doch nach Singapur. Ja, ja schon, aber das Flugzeug hat in Zürich einen Triebwerksschaden gehabt. Und da haben wir gedacht, die Stadt kennst du auch noch nicht. Also bleibst gleich einmal da, gell? Und heute bin ich dann im Zug hierher gefahren. Ha, ist das schön, die ganze Bagage wieder zu sehen. Ich sag mal, Mucki, was ist denn mit dir? Ist der Internat abbrennt? So was Ähnliches. Mein Gott, Heidi! Ja, du bist ja groß geworden. Mama, ich bin schon lang ausgewachsen. Die Spaghetti! Ja, du. Und dein Mann weiß Bescheid, dass du umdisponiert hast. Wozu? Er hat ja gar nicht gewusst, dass ich komme. Der Brief, in dem ich ihm das geschrieben habe, den habe ich nicht mehr vergessen zum Einschmeißen. Aber jetzt schaut mal, Kinder, was ich euch mitgebracht habe. Das habt ihr euch schon ewig gewünscht, gell? So, jetzt schon hier eine Uhr für dich, Mucki. Danke. Und das ist für dich jetzt. Wow. Schau. Also ich sag euch was, die Zöllner am Flughafen, das waren ja solche Schlafmützchen. Die haben mich nicht dabei gefühlt. Ich finde, es ist gescheiter, wir essen jetzt. Ja, gleich. Ich hab gesagt, wir können jetzt essen. Ja, du musst doch erst einmal die Geschenke auspacken. Ich hab die Sachen doch nicht in der Handtaschen am Zoll vorbeischmuggelt. Ist das schön, wieder daheim zu sein. Kennen wir uns? Das ist der Herr Kurz. Er ist... Ah, grüß Gott. Sie sind bestimmt wegen der Antenne da. Oh. Also, ich sag euch was. Diese Zöllner auf dem Kopf, die waren ja sowas von freundlich, gell? Weil sonst schauen die ja immer so grantig, dass man gleich meint, man ist eine Schmugglerin. Mama, sag mal, wie bist denn du eigentlich mit dieser Rasselbande zurechtgekommen? Ach, kleine Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden. Aha. Und wie klein waren die Schwierigkeiten? Die Gitti hat sich einen Fuß gebrochen. So ist. Sonst noch was? Na, sonst nix. Sie hat geheiratet. Was geht hier? Er heißt Angelo und ich heiße jetzt Brigitte Cassati. Erinnert mich irgendwie an eine Eisbombe. Ja. Ach, Gitti, herzlichen Glückwunsch. Geschenk folgt, gell? Okay. Sonst noch was? Na, sonst nichts. Nur, dass Mucki vom Internat abgehauen ist. Ja, und jetzt jede Menge Schwierigkeiten hat. Was für Schwierigkeiten? Oh, nichts Ernsthaftes. Gell, Oma? Nur mit der Polizei. Die meint, dass sie eine Schmugglerin ist. Das ist ja schon alles. Also komm, jetzt bring einmal den Koffer auf dein Zimmer, damit wir dann essen können. Ach, Jesus, das geht ja nicht. In deinem Zimmer liegt ja der Maserati. Ja, ist das mein Schwiegersohn? Nein, das ist der Vater von deinem Schwiegersohn. Ja. Und ein sehr netter Mensch. Wohnt der schon bei uns? Ja, aber nicht mehr lang, weil den schmeiße ich jetzt dann eigenhändig raus. Sie sagen's mal, könnten Sie nicht ein anderes Mal wiederkommen? Sie sehen doch, dass bei uns so turbulent zugeht. Ja, und ob ich das sehe? Wissen Sie, das mit der Antenne pressiert ja überhaupt nicht. Da kommen wir einfach nächste Woche wieder, gell? Anna, der Herr ist von der Polizei. Er möchte jemand verhaften.
Was? Unterstehen Sie sich ja nicht, einen aus dem Kreise unserer Liebsten zu reißen, gell? Das kann Sie Ihre Stellung kosten. Ich habe Freunde in den höchsten Positionen. Red dich nicht auf, Hanna. Er will ja nur mich verhaften, mein Ich kann es auch gleich verhaften. Und zwar wegen Mordes. Ist das der Gitti, Ihr Schwiegervater? Nein, Ihr Schwiegersohn. Ah! Angelo Cassati. Oh. Der vermutlich gerade soeben seinen Vater umgebracht hat. Moment! Keiner verlässt hier das Haus. Es gibt hier einiges zu klären. Jetzt lassen Sie uns doch endlich einmal in Ruhe. Wenn Sie meinen Anweisungen nicht Folge leisten, muss ich Gewalt anwenden. Na gut, dann kommen Sie her und ketten Sie uns an. Sie... Was Sie? Sie Beamter sind. Sei Staat! Beamtenbeleidigung ist so ungefähr das Einzige, was man uns bis jetzt noch nicht vorwerfen kann. Aber der ist doch Beamter, oder? Angelo, Jenny! Dass meine Enkelin die Agentin in einem Verbrechersyndikat sein soll, ist doch geradezu lächerlich. Naja, das wird die Untersuchung zeigen. Nun gut, morgen früh werde ich... Einverstanden. Meine Tochter ist müde von der Reise und ich bin eine alte Frau, die von dem ganzen Zirkus reichlich erschöpft ist. Morgen früh passt uns. Ja, das würde... Passen! Es ist doch schön, wenn man so freundliche Polizisten hat. Also, wenn ich einen Vorschlag mache... Angenommen, morgen 22:30, Hanna räumt deine Sachen weg, damit wir endlich essen können. Ja, ich habe dir Sachen genug. Also, Frau Wagner... Sie sind mit unserer Heirat einverstanden. Ja, aber selbstverständlich. Meinen Segen habt's, Kinder. Schwiegermama! No. Wo schon geheiratet? Ohne meinen Segen. Ich werde den Angelo enterben. Wo nichts ist, kann man auch nichts enterben. Stellen Sie sich doch nicht so an. Ja. Wenn es schon alles gelaufen, ohne mich, ich hätte gar nicht genauso gut gehen nach Hause. Eine größere Freude könnten Sie mir gar nicht machen. Das heißt nur gut, Schwiegersohn. Bring den Koffer in mein Zimmer. Sisi lo faccio, Schwiegermama. Ich möchte noch etwas sagen. Wahrscheinlich auf Wiedersehen. Wiedersehen! Also dann, bis morgen. Mamma mia! Wiedersehen! Gute Wiedersehen! Arrivederci! Leider werden wir uns ja jetzt des Öfteren sehen, nicht wahr? Leider, wir sind jetzt verwandt. Du bist doch bloß mit einem Koffer weggefahren. Das hab ich ja noch gar nicht erzählt. Ich hab ja am Bahnhof einen ganz netten Mann kennengelernt. Jean-Pierre hat der geheißen. Und der hat einen Koffer dabei gehabt für seine kranke Mutter im Altersheim. Und heute kommt ein gewisser Herr Delcroix vorbei und holt ihn bei uns ab. Ich bring ihn um, diesen Del.